Sattle, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen Schliegen Wing entspannenden Folge Seven Days to Die mit der Warzug, nein, mit der Zombie D7-Mod hier. Freut mich, dass du dich eingeschaltet hast. Ja, wie dein geschultes Auge sieht, ich habe hier schon ein bisschen weggebuddelt. Allerdings zeige ich dir jetzt was. Wir müssen hoch unser, nein, wir müssen erstmal unser Inventar leer machen. Ich kann nämlich nichts mehr mitnehmen hier. Alles voll, die Steine können hier bleiben. Wir können erstmal gucken, ob wir hier schon mal wieder was reinräumen können. Können wir ein klitzekleines bisschen. So, die Rumopel-Kiste hier, da können wir Sachen reintun. Wobei, wo ist sie? Da. 8 Stück sogar, nice. So, dann können wir nämlich Essen und so weiter auch hier lassen. Dann können wir das mitnehmen, falls wir was brauchen. Ich schmeiße jetzt erstmal alles hier rein. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Zum einen müssen wir jetzt erstmal los, gucken, wo wir die Horde machen. Wir haben ja Tag 7, ne? Das heißt, spätestens morgen ist dann Hordentime die erste. So, so, so. So, und die Steine lasse ich mal hier unten. Zack. Wie sieht's hier aus? Da ist fleißig am Einbrennen. Könnte ich jetzt vielleicht auch mal rausholen. Aus dem Rest machen wir noch Zement. Wupp, wupp. So, der läuft, da ist noch Sand drin, den lassen wir. Denn wir haben ein kleines Problem. Ja, Problemchen. So. Da oben hört man es schon wieder. Wir sind hier drin, das ist zu. Guck, da kommen die nächsten. Ich habe es geschafft, das hier zuzumachen, man sieht's, ja. Jetzt fangen sie hier auf der Seite an. Jetzt ist hier das nächste Loch, also sie buddeln wieder darunter. Ja? Jetzt hängen die da drin und wir kriegen die nicht mehr raus. Irgendwo da unten hängt einer. Da ganz unten sieht man ihn. Die S. So, weg ist er. Sehr gut. Also du siehst, immer und immer wieder buddeln sie da runter. Ich glaube, das ist... Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich glaube, das ist keine gute Idee, die Basis da unten zu bauen. Ihr habt zwar schon ein paar schöne Ideen in die Kommentare geschrieben, die lesen wir gleich auch vor. Was ist hier? Klonversuch von Bob oder was? Wie viele Bobs sind das, ey? Ich hab doch nur ein Becken, das ihr brechen könnt. Und eine Mumie. Mittendrin, die will ich nicht. Geh weg. Hau ab. So, jetzt reicht's mir. Komm her. Oh, der ging mal voll daneben. Sehr gut. Die wollte ich treffen. Jawohl. Ja. Mal weg damit. Ich habe keinen Bock auf Mumien. Mumien sind bichi bichi. Ja. Sehr gut. Alter Falter, ey. Wo kamen die alle her? Da ist noch ein Spooky. Natürlich, wenn es weiter nichts ist. Aber, guck mal hier, Bloody Mary Quest. Die Zombies haben wir schon zusammen. Jetzt müssen wir nur noch das andere Zeug sammeln. Alter, was kommt da alles? Schön den Fetten wieder ins Kreuz spucken hier. Macht ihr gut. Dankeschön. Weg damit. So, jetzt ist nur noch der Feuerfuzzi da, ne? Meine Güte, das fängt ja wieder gut an hier. Lass das. So. Mann, 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 Mann. Ja, also, sie buddeln immer noch runter. Ich glaube, keine gute Idee, so eine Basis zu bauen. Wir gehen jetzt nochmal runter und gucken, ob wir das Zeug eingesammelt kriegen, was wir brauchen. Um da... Ja, guck, ich komme selber noch nicht mal runter. Um, die Bloody Mary Quest fertig zu machen. Geschmiedeten Stahl, 10 Stück, könnten wir eventuell zusammenkriegen. So, wenn wir hier einen Gebietsschutzblock hinsetzen, kann ich die ja einsammeln, ne? Davon haben wir 6. Was brauchen wir noch? Leder und Klebeband. Leder sehe ich hier. Doch, Leder ist da. 10 Stück. Ne, nur 3.
Rest kann dahin. Was brauchen wir sonst noch? Bam, 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 bam. Klebeband und den Stahl halt. Klebeband haben wir hier. Yay. Ist hier vielleicht noch irgendwo was drin? Fertiges. Weißt du was? Wir holen das hier raus, weil wir wollen ja eh uns eine neue Basis bauen. Vielleicht müssen wir echt eine komplett eigene bauen. Das könnte man überlegen. Aber das wird ganz schön viel Arbeit und vor allem wieder ganz schön viel Ressourcen kosten. Die Frage ist, wo und wie machen wir das? Und wie groß muss das Ding werden? Ne? Das kommt noch dazu. Sollen wir das wieder massiv machen? Sollen wir nur Stelzen machen? Stelzen finde ich persönlich gefährlich, weil die dann sehr gerne daran rumhauen. Ne? Und wenn das einkracht und die Sachen wechseln, dann haben wir ein Problem. Was haben wir hier? Rezepte, Klebeband. 2 Stück können wir schon mal machen. Vielleicht können wir da ja eins kaufen, wer weiß. Haben wir die Jedons dabei? Jedons haben wir dabei. Hier haben wir auch noch ein paar. Können wir mal gucken, die das haben. So, dann brauchen wir noch ein Klebeband und 4 Stahl. Das werden wir wohl irgendwo zusammenkriegen. Dann müssten wir eigentlich auch eine neue Bloody Mary kriegen hier. Vorzugsweise eine 6er. Das wäre super. So. Und dann müssen wir loslegen und gucken, wo wir hier die erste Horde machen. So provisorisch, bis wir selber was gebaut haben. Was wir ja jetzt müssen, ne? Der erste Kommentar kommt übrigens von Major Tom. Der sagt, danke, kurz und knapp, wunderbar. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, Major Tom, aber danke für deinen Kommentar. So. Was haben wir hier? Geschmiedetes Eisen? Natürlich nicht, ne? Eine Tackerfix für 15.000 hätten sie. Das reicht nicht. Schade. Aber die Schematik könnten wir kaufen. Auf jeden Fall. Da haben wir die schon mal. Da ist nix. Was haben wir hier? Motorrad für 30.000. Schade. Wann ist Tag 10? Wir haben Tag 7. Okay. Das könnten wir zusammenkriegen, ne? Wenn wir noch den Schatz holen und jede Menge Aufträge hier machen. Bis Tag 10. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja zusammen. Dann können wir uns da nämlich die Punkte sparen. Aber die haben natürlich nichts hier. So. Ah, wieder klar. Das heißt, wir müssen nochmal hinten ins Haus gucken, was da so drin liegt. Und dann müssen wir uns halt nochmal hier hochbauen. Überall an den Laternen. Und da gerade ein klein bisschen Stahl sammeln. Wir wissen ja jetzt auch, an den Strommasten gibt es Stahl. Können wir da auch gerade dran gehen. So, gucken wir mal. Sehr gut. Schwupp, schwupp. Bam. Oh, hier kommst du nirgends mehr hoch. Ey, lebensgefährlich. Lebensgefährlich hier. Die Bude. Ach, guck mal, hier ist noch der Dingens, der Gebietsschutzblock. So, was ist hier drin? Natürlich wieder gar nichts mehr, ne? Der Stacheldraht, der gefällt mir. So, was haben wir hier drin? Oh, guck mal hier, die können wir auch mitnehmen. Da sind auch nochmal 4000, die können wir mitnehmen. Nice, was es hier nicht alles drin gibt, ne? Was es in den Kisten nicht alles gibt. Echt cool. Aber nicht das, was wir brauchen. Wie immer. Knochen sind da. Ja, hau du wieder rum, genau. Lass das Rad. Wir haben echt gar nichts hier. Warum haben wir wieder gar nichts? Eieiei. Haben wir ein Feuer, wo wir kochen können? Nö, ne? Haben wir auch nicht. Nope. Ich sag ja gar nichts. Ja, perfekt vorbereitet hier. Wie immer. Ach komm. Halt die Klappe. Geh weg. Geh weg. So, das heißt, wir müssen suchen. Vielleicht finden wir ja schon direkt hier drin was. Natürlich nicht. Ja, dann gehen wir mal schön suchen. Guck mal, da vorne liegt noch ein Rucksack. Wir könnten hier ins Pass and Gas gehen. Vielleicht finden wir da was. So, auf dass wir eine neue Bloody Mary kriegen. Eddie schnicks gegen. Oh, guck mal, 3 Fertigkeitspunkte haben wir auch schon wieder. So. Und da drin? Ne, da liegt wer. Ist doch nicht so schlimm. Achtung. Bauen wir das Ding einfach auf hier. Was ist euer Problem? Da kommt ihr schon wieder. Die gönnen uns aber auch gar nichts heute irgendwie, ne? So, ein Tom liegt da.
Oh, ein Rocker. Müssen wir aufpassen. Der macht Aua. So, weg damit. Weg damit. 300 Leben hat der. Eieieiei. Fall um. Noch einer hier? Alter, Alter, dein Ernst? So, jetzt. Ach, jetzt steht hier auf, weißt du? Jetzt, ne? Unglaublich, ey. Unglaublich. Nee, nee, nee. So, was haben wir hier? Ah, toll, zwei Verbände. Wo denn? Draußen oder was? Aha. Kannst du lernen. Da haben wir noch ein Rad. Was ist hier? Plastik. Sehr gut. Hallo. Sag mal. Nicht richtig mit dir. Was ist nicht richtig mit dir? Sonst noch irgendwas hier? Nope. Eieieiei. Weißt du, wenn du nur ein Klebeband brauchst, nix, ne? Einfach nur nix. Wir finden dieses eine Klebeband jetzt nicht. Garantiert. So, hier war ich. Hier sind alle Laternen ab. Hier bin ich langgelaufen. Guck mal, da hinten ist noch eine. Gehen wir da mal hin. Das ist ein Poppenpilz. Den lassen wir mal. Hallo, mach ab. So, wo kriegen wir jetzt das eine Klebeband her? Oder von mir aus Kleber, dass wir es selber machen können. Geschmiedeten Stahl haben wir jetzt 7, okay. Dankeschön, weiter geht's. Guck mal, da ist noch eine, da ist noch eine. Also da haben wir einige hier. Die können wir gerade sammeln. Versuche ich nämlich, unsere Bloody Mary, die wir hier haben, nicht mehr zu reparieren. Wehe, Wilma, lass meinen Turm ganz. So, hast du davon? Ich glaube, es hackt, ey. Dankeschön, Dankeschön. Kommen sie da alle? So, zwei noch. Als wir dann hier wären. Sehr gut. Da ist auch noch einer. Hallo Hühnchen. So. Einer noch. Da haben wir sie. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch der Kleber. Okay. Sind mit dir nicht richtig. Mit ihm los. Da kommt wer, da kommt wer, da kommt wer. Da sehe ich gerade keinen. Okay, lassen wir sie mal. Sehr gut. Her damit. Weg. 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 Dankeschön. So, gehen wir einfach nur ein bisschen looten. Mehr brauchen wir ja nicht. Hier so Kisten, Mülleimer und was weiß ich. Da waren wir noch nicht drin im Brown and Pete's, ne? So, wieder nur Plastik. Aber vorher lesen wir erstmal wieder. Der Klaus schreibt: Moin, moin, lieber Edo und Edonauten. Eine schöne Folge mit viel Gehaue und Geschaufel. Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit und Mühe. Liebe Grüße an dich und alle Edonauten. Dankeschön, Klaus. Dankeschön. So, ich hoffe, es geht dir gut. Hallo? Doch, hier waren wir schon drin, ne? Jo, hier waren wir schon drin. So, haben wir da hinten schon. Unterschrank. Da drin. Nix. Ich brauche nur einen fucking Kleber. Glaubst du, den findest du?
Und so ab zum nächsten. Was haben wir denn da? Guck mal, das ist ein Working Stiff, ne? Jo, Working Stiff. Sehr gut. Sehr gut. So, hier kriegen wir wieder schön viel Zement. Das können wir direkt mitnehmen. Das brauchen wir ja eh. Hallo? Mumie da oben. Aha. Aha. Ja. Ah, ne, hier komme ich nicht gut raus. Will ich nicht aus. Dem kommt da hinten schon wieder einer. Alter, bist du schnell. Geh weg. Hinten, fieser Möb, ey. Mann, Mann, Mann. Gib mir mal davon ein. Dann können wir hier gerade mal die ganzen Sachen essen. So, wo waren wir jetzt? Wo waren wir? Schöner Cut. Wirst du natürlich unterbrochen, weil die Haustür klingelt, die Hunde bellen. Ja, ganz normale Wahnsinn hier. Hä? So, genau, wir brauchen noch das eine Klebeband. Und wir müssen immer noch gucken, wo wir jetzt die Horde machen. Hier könnte man sie machen, aber das müssen wir alles ausräumen und da Spikes reintun. Ich glaube nicht, dass das clever wäre. Das dauert zu lang. So, wir gehen jetzt einfach auf die Schnelle. Hinten rein. Holen uns den Loot. Hoffen, dass hier irgendwo ein Klebeband bei ist. Ah ja, ja. Kommt alle her. Hat noch nicht. Wer will nochmal? So. Wir brauchen dieses eine Klebeband. Für die Quest. Und dann bin ich glücklich. Wunschlos glücklich. So rum. Aber das wird wahrscheinlich wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Wir kennen es, ja. Du findest jetzt alles, außer das, was du brauchst. Ne? So, gucken wir. Kaffee. So. Na gut. Das haben wir. Komm, Runabulle. Die sammeln wir dann alle ein, wenn wir anfangen, selber zu bauen. Das müssen wir jetzt notgedrungen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Ich weiß auch nicht wirklich, wie viel Platz wir brauchen. Na komm, Ausdauer. Da müssen wir auch gucken. Weil die sind ja doch viel größer, die Schmieden und so weiter. Oh, ein Vierer, nice. Noch besser. Oh ja. Ist da jetzt wieder durchgebrochen? Überall nur Würfel drin hier. Mach mal zu, gucken, wer da kommt. Ich bin hier gespannt. Da oben ist noch eine. Hier haben wir noch. Sehr gut. So, was da drin? Siehst du, ich wusste das. Kommt da alle her? Hoffe doch. So. Sehr schön. Nur wie gesagt, kein bisschen von dem, was wir brauchen. Es ist wieder so typisch. Es ist so typisch. Murphy's Law. Wir finden alles. Wir finden alles. Nur nicht das, was wir brauchen. Ah, naja. Wenn wir hier nichts finden, dann müssen wir halt ohne die gute Machete auskommen. Gucken wir mal. Ich wollte die hier nämlich eigentlich nicht mehr reparieren. Findest du eine komplette Wrench. Alter. So, was hier? Hallo? Dankeschön.
Noch eine Wrench. Wie viele Wrenches finden wir denn hier? Oh, jetzt ist sie kaputt. So. Weg damit. Wie viele haben wir? 8. Siehst du, ich will die ein bisschen sparen. So, was hier? Auberginen, geil. Auch lustig, ne? Du siehst ihn und jetzt verschwindet er einfach. Und du schießt ins Nichts. So asozial. Komm schon, Wauzi. Weg mit der Birne. Weg mit der Birne. Oder auch nicht, aber jetzt. Ah, wieder so ein Zeug, was keiner braucht. Oh Mann. Möhrensalat. Lecker. So. Ich meine, wir hätten auch gerade einfach eins kochen können, ne? Aber. Nö, jetzt nicht. Zerlegen. Kannst du essen? Kannst du essen? Kannst du essen? Kannst alles essen hier. Wie viel Gemüse wir hier haben auf einmal, ne? Das ist schon krass. So. Weißt du, ich mache ja hier kein Feuer. Nö. Wo kommen wir denn da hin? Halt die Klappe. Auch weg. Sehr gut. Ja, damit. Dankeschön. Eine Bunkerknacker-Mod hier. Ach nee, hier Totengräber-Mod. So rum war es. Aber das Rezept dafür, ne? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja, da. Lernen. Ach du Kacke. Na gut, machen wir das noch und dann müssen wir eine Hortenbase suchen. Das hier könnten wir schon nehmen, wenn wir es leer räumen. Oder wir schmeißen nur unsere neuen Mollys darunter. Müssen wir gucken. Erstmal lesen wir jetzt den Kommentar vom lieben Jan. Der schreibt nämlich, wie ich gesagt habe, immer und überall kann man dich schauen. Bei der Hochzeit meiner Tante, die Geräusche kamen komisch in der Kirche von den Zombies. Aber naja, ich wollte da nicht hin. Gibt halt Essen. Oh, Jan. Echt jetzt? Während der Hochzeit deiner Tante in der Kirche hört man hier. Das ist echt ein bisschen komisch. Aber okay. Mir ist egal, ich war nicht dabei. Lustig. Mann, 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 Mann. So, was da drin? 4000. Oh Gott. Jetzt hat er natürlich nur 7000 hier Haltbarkeit. Keine Ahnung, wo der da ist. I don't know. Ich meine, hier vorne, da ist der Trailer. Ich meine, das Haus hier, da müssen wir jetzt gleich mal hin. Da gab es ein schönes Glasdach, da könnten wir uns so ranstellen und nach unten werfen und alles. So. In der Hoffnung, dass das als Hordenbase geeignet ist. Das könnten wir dann gleich noch ein bisschen vorbereiten. Ja. Und da müssen wir uns schon ranhalten. Wir haben nämlich nichts hier, ne? Wir haben die Pistole mit ein paar hundert Schuss und das war's. Ja. Und 7 Mollys und ein paar Rohrbomben. Yay. Und das ganze Inventar voll mit irgendeinem Schutt. Das ist schon nix. So. Mach mal auf hier. Dankeschön. Ja. Auch hier. Nichts drin. Kann ich die anziehen? Kann ich, nämlich die Zweier los. Aber ich lasse erstmal die Zweier an. Weil. Ah, Mac Speck. So.
Weg damit. Sehr gut. Und wieder nix. Komm her. Ziemlich langsam, ey. So, tschüss. Wir fahren jetzt mal da hinten hin, denn wir müssen ein bisschen vorbereiten. Satz mit X, das war wohl nix. Mit dem... mit dem Einklebeband. Ja, genau. Guck da, Karls Cars. Da wollte ich nämlich rein. Weil da ist auf dem Dach ein schönes, großes Glasgitter, was wir einfach wegschlagen können. So, ich leg das mal hier hin. Vielleicht kriegen wir da hier doch noch ein bisschen Klebeband, wer weiß. Müssen wir gucken, wo wir da reinkommen. Wir können uns gleich gar nicht mehr bewegen. Weil ich natürlich auch noch alles einsammeln hier. Ja, hallo? Ich tue jetzt erstmal die, ist mir egal, die wird jetzt repariert. So, was ist da drin? Natürlich nix. Wäre zu einfach. So, gucken wir mal von außen. Da ist ein bisschen gefährlich hier, ne, wenn die da hochgehen. Kommen die da hoch? Die stapeln sich da hoch, garantiert, wetten wir. Wetten wir, die stapeln sich da hoch. Müssen wir riskieren. So, guck, da haben wir das schöne Glasdach. Das meinte ich. Na du? Mein Moppel. Dankeschön. Sonst noch irgendwas hier? Nee, das sieht alles gut aus hier. Das will ich wegmachen. Und dann können wir da halt schön in Ruhe wieder so ein Kack halt die Mollys runterwerfen und so weiter. Muss mal hier rein, so gucken, wie wir da hochkommen. Ich glaube, hier drinnen war das, ne? Gucken wir mal. Ja, 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 ganz ruhig. Komm, geh weg. Gib lieber mal Klebeband her, du Pfeife. Ach, der da, warum krabbelt der? So. Basilikum. In der Autowerkstatt Basilikum im Regal, weißt du? Klebeband Fehlanzeige. Komm, ein bisschen verarscht vor, muss ich sagen. Oh, 16 Uhr laden. Ich mache jetzt einfach irgendwo eine Steinschaufel. Ich mache jetzt einfach irgendwo eine Kiste hin. Ah. Nice. Da ist natürlich viel Stahl drin, weißt du? Hm. So, aber wir können keine Kiste machen, weil wir haben keine Truhe. Wir haben kein Holz, ne? Doch, 70 Holz haben wir, okay. Geht ja schon mal. Warte, hier so eine Aufbewahrungstruhe hätte ich gerne eine. Hinten kommen sie schon gekrabbelt. Kannst einfach hier dran kleben. Dann kann man das Zeug da rein tun. Was gibt das, wenn es fertig ist? So. Näheres Glas. So, Hauptsache, wir können den Scheiß hier reinpacken. Keine Lust, überladen zu sein. Während ich kämpfe. Flossen weg. Sonst noch irgendwas? Das können wir jetzt bei uns reintun. Hier können noch zwei Sachen rein. Die können wir erstmal behalten. Die auch. Da haben wir ein paar Schuss. Okidoki. So, 355 Schuss. 7 Mollys. Ich weiß nicht, wie viel Haltbarkeit die Dinger da haben in der Mitte. 20.000. Perfekt. Perfekt. Ja.
Rand. 1000. 1000, okay. Echt jetzt? Alles 1000 hier? Also ich verstehe die Relation nicht, ne? Die einen Seiten da, die haben... Eieieiei. Weißt du? Alles 1000 Hitpoints und da dann 20.000. Aber okay, dann ist es halt so. Was willst du machen? Wir müssen ja nur Sachen runterwerfen. So, das haben wir. Das hier. Komm raus. Ah, hier ist nur Loot, nice. Gut zu wissen. Aha, ein Fünfer-Gewehr. Sehr gut. Dein Ernst, jetzt kommt da eine Schreitante. Dein Ernst? Zwei Stück sogar. Hallo. Geh weg. Komm, wir verarscht. Siehst du, da stehen sie schon oben. Siehst du nix, ey. Du siehst nix. Kommt in die Mitte, Jungs, hier. Wo sind unsere Rohrbomben? Die haben wir weggeräumt, ne? Nein, da sind sie. Okay, kannst du mal hier hinpacken. Das gibt's doch nicht. Schrei doch noch öfters. Ich komme da nicht ran. Geh mal weg da. So, irgendwen oder was haben wir getroffen? Mann. Achtung. Junge, was war das denn? Da haben wir beide getroffen, oder? Haaresbreite. Okay. War das wieder der Feuerfuzzi? Habe ich mir schon fast gedacht, da hinten ist noch ein Feuerfuzzi. Ob das hält hier. Ob das hält. Die werden alle hier hochgehen, schätze ich mal. Weil da halt das am einfachsten ist. Och Junge, wie oft denn noch? Ich sehe hier nur Feuer, Feuer, Feuer. Aber wo kamen denn jetzt die zwei Schreitanten her, ey? Unglaublich, ey. Mann. Sind sie da drin irgendwo dran? Ich würde sagen, wir gehen mal runter. Räumen ein bisschen auf. Oder Krankenschwestern. So. Oh, Feuer. Na du, mein Kleiner. Guck mal, da hängen sie alle. Also heute ist echt der Wurm drin, ey. Wir kommen hier zu nichts. Ich komme manchmal dazu, die Kommentare vorzulesen. Mann. So, ist jetzt Ruhe. Wir haben ja auch schon 17 Uhr, ne? So, gucken wir mal, was da drin. Gleich sind wir wieder voll, natürlich. Ne? Ja, ist klar. So, voll bevor... Weißt du, und alles verballert, bevor wir überhaupt angefangen haben.
Christian. So, unsere Schuhe, die haben wir hier. Verändern, was passt da rein? Keine Modifikation, was? Na, dann sind wir aber für den Arsch. Haben immer noch, kann man die hier anziehen? Trag mal, weil da müssten Modifikationen rein können. Jo, bitteschön, abschließen. So, das hier noch weg. 2500. Wer kommt da noch? Na, dann mach hier unten. Ich will da hinten drin gucken. Nicht, dass da noch irgendwo rauf, dass man da noch irgendwo raufkommt. Andreas schreibt übrigens, ich glaube nicht, dass du die Zombies vom Buddeln abhalten kannst, egal wie sehr du alles zementierst. Aber was du machen kannst, ist eine Untergrundbase, eine Treppe, die nach unten in einen Bereich führt, der von dir durch Gitter und eine Stahltür getrennt ist. Das ist das mit der Treppe nach unten ist leider nötig, weil die Zombies nicht mehr einfach ins nächste Loch springen. Man muss sie da schon etwas überreden. Ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht. Also hier würden sie, glaube ich, nicht hochkommen. Wie gesagt, ist ein bisschen schade. Vielleicht ist es auch einfach zu flach. Also nicht tief genug. Weil wir hatten ja schon Basen, da haben sie uns wirklich in Ruhe gelassen da unten, ne? Nur jetzt diesmal wollen sie das nicht. Ums Verrecken nicht. Wollen sie immer wieder darunter. So, oh, Repair Kit. Ja gut. So, hier auch noch eins drin. Aber okay, es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Da ist noch ein Vierer Klauenhammer. Den hier können wir zerlegen. Machen wir mal. Nicht, dass die da drauf hüpfen und dann da oben rumbuddeln. Ich kenne die ja. So. Zack, zack. Der Rolf schreibt, hallo Edith. Tja, ein Unglück kommt selten allein. Bin seit Sonntagmittag wieder im Spital. Das Problem kommt doch vom Herz. Bekomme morgen einen kleinen Herzschrittmacher unter die Haut gepflanzt. What? Alles Gute und gute Besserung, Rolf. Bleib mir ja gesund. Und lass es ruhig angehen. Wir wollen dich noch lange bei uns haben. Das haben wir. Was ist hier los? Das haben wir. So. 1757. Keine Spikes. Nichts. Aber wirklich gar nichts. Echt schlimm. Echt schlimm. Jetzt haben wir schon in dem Haus ein bisschen rumliegen. 5000er Wände. Was geht ja? Ist hier noch irgendwas? Nein. So, ich hau jetzt ab hier. Den kannst du auch auseinandernehmen. Ja, und natürlich, jetzt ist es die Ausdauer. So. Scheiß drauf. Auf hier kriegen wir die auch noch weg da? Machen wir die auch noch weg. Gib mir mal einen Kaffee. Sehr gut. Mach ich mir meine hier weg? Hm? Ja, nee, ist klar. Ich habe an der gehangen und nicht da oben an der. Mhm. Alter Falter. Ich brech ins Essen. Oh. Du auch. Komm schon wieder in den nächsten. Wie sieht's aus? Schon wieder mit Schreierin. Alles rein da. Hinder. Glas kann weg. Die brauchen wir hier. Wir werden sowas von sterben, Leute. Wir werden sowas von sterben. Aber was soll's. No risk, no fun. Zack. So, da ist ein Pfeiler. Hier ist eine Ecke, wo wir werfen können. Eieieiei. Wen haben wir noch? Sascha schreibt, hallo lieber Edo und alle Edo Norton. Wie immer eine super Folge. Liebe Grüße, mach weiter so. Dankeschön, Sascha. Dankeschön. Ich sage ja, heute ist echt der Wurm drin. Hier nur Chaos. Im Real Life nur Chaos. Wirst unterbrochen, weil die Hunde bellen, weil es klingelt. Steht da der Schornsteinfeger unangemeldet und will nach der Heizung gucken. Einfach nur unglaublich. Unglaublich. Kai schreibt, hey, hey, allesamt. Ja, ja, unser Ede. Aber was er nicht im Kopf hat, das hat er in den Waden. Genau, so sieht's aus. Tja, die ganzen Zombies waren die Wächter des Schatzes.
kenne den Spruch auch, aber noch einen anderen, und zwar: Geld allein macht nicht glücklich, beruhigt aber ungemein. Den kenne ich auch, Kai, den kenne ich auch. Wie heißt ein weibliches Bärenjunges? Bärbel. Mach weiter so, war eine schöne Folge. Dankeschön, Kai. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Immer in den Ecken, wo du nichts siehst, ne? So, ich meine, wenn hier so ein komischer Pleitegeier kommt, dann so ein Feuergeier, dann sind wir eh hinüber, ne? Was soll's? Was soll's? So, was ist da drin? Ist aber echt, ne? Nirgendwo. Guck mal, wie viel Müll wir jetzt durchsucht haben. Nicht eins. Kein Kleber, kein Klebeband, gar nichts. Es fehlt nur dieses eine Klebeband. Ist unglaublich. So, wir machen jetzt Folgendes. Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und ich sag ganz fies: Bis zur Horde in der nächsten Folge. Danke für deine Zeit.